ein Regelvideo zu dem Mensch ärgere dich nicht, das 3-3-Spiel. Ziel des Spieles. Jeder versucht als erstes, seine eigenen Figuren vom Gipfel des Spielfeldes zu nehmen und somit das Spiel zu gewinnen. Spielvorbereitung. Die Pyramide wird aus den 5 Elementen zusammengebaut und jeder Spieler erhält die Spielfiguren seiner Farbe und stellt diese auf sein eigenes Startfeld. Dabei sollten die Spieler vor ihrem eigenen Startfeld sitzen. Bei 3 Spielern wird jede zweite Farbe benutzt, zu viert spielt man mit jeweils 2 benachbarten Farben wie zum Beispiel Schwarz-Blau, Grün und Lila, zu 5 bleibt eine Farbe frei und zu 6 ist jede Farbe belegt. Die Grundregel. Die eigenen Figuren dürfen nur auf der eigenen Seite der Pyramide bewegt werden. Aktionen. Wer am Zug ist, würfelt einmal und kann seine Würfelpunkte auf folgende Aktionen aufteilen. Eine Figur von einem Feld auf ein angrenzendes Feld in der gleichen Ebene versetzen. Die Seite der Pyramide darf nicht verlassen werden und die Farbe der Felder spielt keine Rolle. Sollte der Spieler eine Figur vom Startfeld auf die unterste Spielebene bringen, benötigt er dafür keine 6, sondern muss die Figur lediglich über eine lange Kante auf ein Feld ziehen. Spielfiguren dürfen nicht wieder auf das Startfeld gezogen werden und die Felder grenzen nur an den Dreiecksseiten, nicht aber an den Spitzen aneinander. Das heißt, man darf nicht über die Dreiecksspitzen die Felder wechseln. Die zweite Möglichkeit ist, dass man mit seiner Figur in die nächsthöhere Ebene wechselt. Dies darf nur über die lange Seite geschehen und in diesem Fall auch nur, wenn die Farbe übereinstimmt. Auch hier darf man nicht über die Spitzen eines Dreiecks das Feld bzw. die Ebene wechseln. Oder als dritte Möglichkeit kann man auch die Pyramide in eine beliebige Richtung drehen. Man sollte nur beachten, dass das Drehen einer Ebene immer alle darüber liegenden Ebenen mitdreht. Diese 3 Aktionen können mit einem Zug so oft gemacht werden, wie viele Würfelpunkte dafür zur Verfügung stehen. Spielverlauf. Sollte man im Spielverlauf auf eine Figur eines Mitspielers treffen, kann man diese entweder ganz einfach überspringen, wobei das Feld auch einen Schritt zählt, oder die Figur schlagen. Die geschlagene Figur kommt wieder auf das dementsprechende Startfeld und die eigene Figur darf ab diesem Moment nicht mehr weiter bewegt werden, dem Ziel etwas näher. Immer, wenn auf allen 5 Ebenen eine Figur der eigenen Farbe steht, darf man die oberste Figur aus dem Spiel nehmen und vor sich selber abstellen. Dabei ist es egal, ob die oberste Figur schon ganz oben platziert war oder erst im letzten Zug dorthin gesetzt wird. Spielende. Bei 3 oder 4 Spielern ist das Ziel, 4 Figuren nach Hause zu bringen, bei 5 und 6 Spielern sind es nur 3 Figuren. Wem das gelingt, gewinnt das Spiel und beendet dieses. Spieltipp. Um den Spielfluss zu wahren und die Züge der Mitspieler nachvollziehen zu können, ist es ratsam, sich vor dem Spiel auf folgende Einschränkung zu einigen. Die Würfelpunkte, die verbraucht werden, dürfen nicht wieder zurückgenommen werden. Sozusagen, gemacht ist gemacht. Hoffentlich sind noch alle Freundschaften vorhanden und falls doch noch Fragen aufgekommen sein sollten, gerne damit in die Kommentare.